möchten mit Ihnen diskutieren, ob es richtig ist, dass wir als Ziel ansetzen, einen Model Split landesweit auf 20% zu erreichen. Wie gesagt, das haben wir jetzt in den Städten noch nicht landesweit und in den Ballungsräumen auf 25%. Wir werden in den Haushaltsberatungen fordern, dass ab 13, 14 jährlich mindestens 15 Millionen Mittel für den Radverkehr eingestellt werden und dass mittelfristig 10 Euro pro Kopf für Radverkehrsinvestitionen ausgegeben werden. Weitere wichtige Punkte wären die Verbesserung der Situation bei den Radabstellanlagen. Dort waren ja die Anforderungen der sächsischen Bauordnung von der FDP-CDU-Koalition zurückgeschraubt worden. Das wollen wir wieder zurückholen und verbessern. Wir brauchen mehr Mitnahmemöglichkeiten im ÖPNV. Wir stellen uns vor, dass das verbindlich mitgeplant werden muss. Wir brauchen Umgang mit Tempo 30, Entschleunigung im Verkehr, genügend Verkehrskontrollen. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit würde sicher hilfreich sein. Die Menschen sind dennoch bequem und wollen, gehen ihrer Routine nach, haben ihre Routine und genau das muss durchbrochen werden. Und genau das, diese Durchbrechung von Bequemlichkeitsroutinen, haben wir versucht mit der Kampagne Kopf an, Motor aus. Die Kampagne ist initiiert worden vom Bundesumweltministerium, also auch interessant, nicht das Verkehrsministerium war das, sondern das Umweltministerium. Sie lief in 2009 in Bamberg, Dortmund, Halle und Karlsruhe und in 2010 in Berlin, Braunschweig, Freiburg, Herzogenaurach und Kiel und wird jetzt in manchen Städten noch auf etwas kleinerem Niveau weitergeführt. Fehlen ganz klare Ziele und Fristen, bis wann die Bundesregierung Maßnahmen zur Radverkehrsförderung tatsächlich umsetzen will. Der nationale Radverkehrsplan enthält keinerlei Aussagen zur Finanzierung der Infrastruktur. Er überlässt im Wesentlichen sozusagen die Finanzierung der Radverkehrsförderung den Ländern und den Kommunen. Man liest in dem Plan, dass der Bund den Kommunen beispielsweise empfiehlt, mindestens 8 Euro pro Einwohner in die Radverkehrsförderung zu investieren. Selber aber nicht mal 1 Euro im Bundeshaushalt für den Radverkehr sozusagen zu finden hat.